Was geht, meine lieben YouTube-Community? Heute gibt es wieder ein neues Video. Und zwar öffnen wir heute das Schwarz-Weiß-Trainer-Kit mit Stalobo und Sorak. Ich finde diese Trainer-Kit ziemlich cool. Ja, ziemlich cool für Anfänger und Starter. Ich habe mir das mal gekauft. Und das werden wir halt heute öffnen. Hier hinten haben wir die Rückseite. Dieses Trainer-Kit enthält zwei Decks à 30 Karten mit einer holographischen Karte vorne. Halt das Sorak und das Stalobo. Zwei Spielanleitungen. Eine Spielunterlage für zwei Spieler. Schadensmarken natürlich. Eine Münze, die man noch hier vorne sehen kann, da, und eine Kartenbox für die Karten und eine Codekarte für das Online-Spiel. Und dann wagen wir uns gleich mal an den Inhalt ran. So, eins ist schon mal auf. So, ich hoffe, dass man das so öffnen kann. Egal, wir nehmen einfach hier die Seite. Ach so, okay, oder auch so. Na, oh, schwierige Geburt. So, ist es endlich draußen. Hier sehen wir das Ganze einmal, hier oben mit Pokémon. Und zwei Pokébällen. So, die Karten kommen hier mit so einem kleinen Teserband. Ich hoffe, man kann es sehen. Das kommt an die Seite. Und im Starterbedeck haben wir folgende Karten. Ein Holo-Stalobo, ein Praktibald, Kampfenergie, Yorklef, noch eine Kampfenergie, Rotomorph, Pokémon-Kommunikation, Trank, noch eine Energie, Energiesuche, Energie, dann haben wir noch ein Terrybark, Ordok, noch ein Stalobo, diesmal aber nicht ein Holo, plus Power, Trank, Strepoli, Rotomorph, noch ein Ordok, Praktibald und jetzt wieder Kampfenergiekarten, ziemlich viele, Energieumschalter, Kampfenergie, Kampfenergie, und ein Yorklef. Das Sorak-Deck hingegen besteht aus einem coolen Sorak-Holo. Dann noch ein Nagelotz. Finsternis-Energie. Energiesuche, noch eine Finsternis-Energie. Dann haben wir noch Felilo. Energie. Ein Sorak natürlich. Energie. Schlüsselgor, Energie. Pico-Chiller, Pokémon-Kommunikation. Hier ein weiteres Sorak, Energierückgewinnung, Navitaub, Dusselgur, Sorak, Nagelotz, plus Power, Energie, 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 so viele Energies. Ein Pikachiller, eine Energie, ein Kuckenmada und ein Fililo. Dann haben wir noch hier so einen kleinen Zettel. Ja. Und hier sind die zwei Anleitungen. Ich glaube, das ist genau vorgegeben, wer anfängt und wie man spielt. Genau. Das ganze Spiel ist halt vorgegeben für die ganzen Beginner. Dann haben wir hier diese coole Deckbox, die man noch selbst zusammenbauen muss. Ja, hier sieht man sie, Vorderseite und Rückseite. Und wir haben die Schadensmarken. 250er und 10er. Hier die Verbrennungsmarke und die Giftmarke. Dann haben wir noch hier die Codekarte für das Ganze. Und natürlich hier die Spielunterlage. Für zwei Spieler. Das ist nämlich ein bisschen groß zum Auspacken. Aber naja. Ich hoffe, das Kurzvideo hat euch gefallen. Mögt ihr die Trainer-Kits? Ah, wir haben das Wichtigste vergessen. Die Münze. So, da haben wir sie mit den ganzen Symbolen. Ja, das war es jetzt aber wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch wieder im nächsten Video sehen. Und bis dahin, macht's gut, Leute, euer Bicycle LP.